Joao wäre gerne geblieben. Ich habe nach dem geplatzten Transfer, wenn Sie so wollen, nach 18 Uhr lange mit ihm gesprochen. Er war total, wirklich total traurig. Und schauen wir mal, man sieht sich meistens zweimal im Leben. Wir wollten einen Spieler haben, einen neuen Spieler haben, der uns weiterbringt. Wir wollten keinen neuen Ergänzungsspieler haben. Wir wollten und haben Spieler gesucht, die uns qualitativ vorwärts bringen. Das ist uns gelungen, überwiegend in dieser Transferphase. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht traurig mit dieser Transferfenster. Ich bin traurig mit dem Deadline-Day, weil da hätten wir gerne den Palinja geholt.